Das ist es. Das liebste alkoholische Getränk der Deutschen. Ob allein oder in Gesellschaft. Halt, stopp! Wie genau kommen wir jetzt zu unserem Lieblingsgetränk? Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute werden wir uns ums Bierbrauen kümmern. Ich bin hier verabredet mit dem Braumeister vom Baderbräu, stehe jetzt schon direkt davor. Und da gehen wir mal rein und schauen uns das Ganze mal an. Und dann sind wir auch schon im Braustübel. Und da ist unser Braumeister, mit dem wir heute verabredet sind. Grüß dich, Andi. Hallo. Servus. So, du erzählst mir heute ein bisschen was über das Bierbrauen. Genau. Perfekt. Wir sind ja hier in einer sehr handwerklichen Betrieb, oder? Das ist eine winzig kleine Brauerei. Genau. Kleiner geht's fast nicht. Ja, auch noch mit viel Handwerk. Die beiden haben schon noch was zu tun. Dann hoffen wir, dass es interessant wird. Dankeschön schon mal. Der erste Schritt hin zu unserem Bier ist das Einmeischen. Hierzu wird, je nach Biersorte, zumeist Gersten- oder Weizenmalz bzw. auch eine Mischung hieraus benötigt. Zur Herstellung von Malz wird das verwendete Getreide etwa 2 Tage lang eingeweicht und danach unter einer genau eingestellten Temperatur und Luftzufuhr zum Keimen gebracht. Nach etwa 5 Tagen ist dann die Keimung abgeschlossen. Danach durchläuft das nun gekeimte Getreide noch weitere Prozesse, die insbesondere für die Farbe und den Geschmack entscheidend sind. Es gibt dabei auch Malzsorten, die noch geröstet oder karamellisiert werden. Da diese Sorten einen großen Einfluss auf das fertige Bier haben, ist die Auswahl und die Zusammensetzung der verschiedenen Malzsorten ein gut gehütetes Geheimnis der Brauereien und Braumeister. Dieser Vorgang des Mälzens ist sehr wichtig, da sich erst hierdurch ein wichtiges Enzym im Korn bildet, das für die Aufspaltung der Stärke später benötigt wird. Anschließend wird das Malz geschrotet, also grob gemahlen. Wichtig hierbei ist, dass die Spelzen erhalten bleiben, denn diese dienen später als natürliche Filterschicht beim Läutervorgang. Beim Einmeischen nun wird das Wasser auf etwa 30 Grad Celsius vorgewärmt und anschließend das geschrotete Malz in die Sudpfanne oder den Maisbottich gegeben. Dabei muss, wie auch beim weiteren Prozess überhaupt, die Maische ständig umgerührt werden, damit die gesamte Masse eine gleichbleibende Temperatur hat. Der nächste wichtige Schritt, und vielleicht sogar der wichtigste überhaupt, sind die Rasten. Hierbei wird die Maische, wieder unter ständigem Rühren, zunächst auf etwa 45 Grad Celsius gebracht, wobei Eiweiß in Aminosäuren zerlegt wird. Dieses ist die sogenannte Eiweißrast. Anschließend wird die Maische weiter erhitzt und durchläuft oft mehrere Rasten, bei denen durch das im Malz enthaltene Enzym Amylase die vorhandene Stärke in Zucker umwandelt. Und dieser Zucker wird benötigt, damit die Hefe später daraus Alkohol machen kann. Für alle, die sich das noch nicht so richtig vorstellen können: Kaut mal sehr lange auf ein Stück Weißbrot, also wirklich lange. Nach einiger Zeit werdet ihr merken, dass der Brei in eurem Mund süß schmeckt. Das ist ein sehr ähnlicher Vorgang wie im Maisbottich, nur halt ohne Speichel. Denn auch in unserem Speichel ist dieses Enzym zum Aufspalten der Stärke in Zucker enthalten. Wichtig ist bei diesem Prozess aber, dass nie eine Temperatur von 78 Grad Celsius überschritten wird, da sonst die Enzyme absterben und der Sud kaputt ist. Erst wenn alle Stärke in Zucker umgewandelt wurde, ist der Sud für den weiteren Prozess brauchbar. Jetzt machen wir die Lotprobe, mit der wir nachweisen kann, dass jegliche Stärke in der Maische schon zu Zucker abgebaut ist. Stärkennachweis, eine Lotlösung. Und dafür geben wir jetzt ein paar Tröpfchen dazu. Wie man sieht, es verfärbt sich hier nichts.
Okay. Es bleibt so gelblich. Ja, das heißt, denn ist fertig, oder? Wenn noch Stärke vorhanden wäre, dann würde sich das so violett, schwarz, dunkel verfärben. Okay. Weil die Jodmoleküle nicht so sich noch in die Stärke sich einbauen können. Und das verfärbt sich dann. Und wenn das wäre, müsste ich jetzt noch ein bisschen länger Rast halten bei den Temperaturen. Aber jetzt schaut es gut aus. Schaut gut das aus. Das heißt, jetzt ist die Stärke in Zucker umgewandelt worden. Genau. Ja, Stärke will man nicht im Bier haben, weil das gibt so ein, ja, erstens, die Hefe kann bloß den Zucker verwerten, die Stärke kann die nicht verwerten. Du hättest dann weiterhin die Stärke im Bier, die Hefe nicht verwerten kann, auch mit anderen Mikroorganismen, Okay. die man vielleicht reinbringen kann, die können die vielleicht schon verwerten. Den wollen wir nicht zu fressen geben. Der Sud, der nun Bierwürze heißt, wird anschließend geläutert. Hierbei wird die Flüssigkeit von den enthaltenen Feststoffen weitestgehend getrennt. Hierzu pumpt der Brauer die Bierwürze in den Läuterbottich. Die Würze bleibt hier einige Zeit stehen, damit sich die Spelzen am Boden absetzen können. Danach läuft die Würze langsam in die Sudpfanne. Dies muss jedoch vorsichtig geschehen, damit sich die feinen Schlitze am Boden des Läuterbottichs nicht zusetzen. Um dieses zu verhindern, ist im Läuterbottich meist noch ein Aufhacker, der sich langsam dreht und die Schlitze wieder frei macht. Ist die Würze in der Sudpfanne, gibt der Brauer noch weiteres warmes Wasser in den Bottich, oft über einen Spritzkopf am Deckel, um weiteren Extrakt aus den verdichteten Spelzen zu waschen. Hierbei darf es aber nicht übertreiben, da sonst zu viele Gerbstoffe in die Bierwürze ausgespült werden können. Hierfür bedarf es ein feines Gespür und viel Erfahrung. Was am Boden des Läuterbottichs übrig bleibt, ist der Treber, der sehr gerne als hochwertiges Viehfutter verwendet wird. Ist die Bierwürze nun vollständig in der Sudpfanne, wird diese jetzt tatsächlich gekocht. Dies tötet einerseits Keime ab, andererseits sollen nun auch die vorhandenen Enzyme nicht mehr aktiv sein. Während des Kochens kommt dann auch endlich der Hopfen zur Würze. Und tatsächlich ist der Hopfen auch eher ein Gewürz, der dem Bier seinen späteren typischen Geschmack verleiht. Der Hopfen sorgt aber auch dafür, dass das Bier haltbarer wird. Nur klein geschnitten. Da muss jetzt ganz genau ausgemessen werden, wie viel da reinkommt, oder? Ja, ich meine. Ja. 10,4 Gramm. Nee, 120. Ähnlich wie beim Malz gibt es auch beim Hopfen sehr viele verschiedene Sorten, die für den Geschmack des fertigen Bieres verantwortlich sind. Aber nicht nur die Sorte des Hopfens ist wichtig, sondern auch, wie lange der Hopfen in der Bierwürze mitgekocht wird. Deshalb sind oft mehrere Hopfengaben zu unterschiedlichen Zeitpunkten des Kochens üblich. Aber auch dieses bleibt normalerweise das gut gehütete Geheimnis des Braumeisters. Ist der Kochvorgang schließlich abgeschlossen, bestimmt der Braumeister die Stammwürze mit Hilfe einer Bierspindel. Da der fertige Sud eine höhere Dichte als Wasser hat, treibt die Bierspindel höher auf, als dies bei Wasser der Fall wäre. An der Skala an der Spindel kann er dann die Höhe der Stammwürze ablesen. Diese Stammwürze ist nachher entscheidend für den Alkoholgehalt des Bieres und der Qualität. Nach dem Vorgang des Kochens haben wir tatsächlich schon ein Bier. Jedoch fehlen noch zwei, für doch sehr viele, sehr wichtige Zutaten, nämlich Alkohol und Kohlensäure. Aber wer nur ein Malzbier oder ein sogenanntes Kinderbier haben möchte, muss nur noch Kohlensäure zugeben. Da wir jedoch ein richtiges Bier wollen, sind wir an dieser Stelle noch nicht fertig. Nun muss der Sud zuerst abgekühlt werden, indem es durch einen Wärmetauscher gepumpt wird. Im Anschluss daran läuft es in einen Gärtank. Hier wird der Würze auch die Hefe zugesetzt. Die Hefe frisst beim Gären dann den im Sud enthaltenen Zucker und wandelt diesen in Alkohol und Kohlensäure um. Und auch bei den Hefen gibt es viele verschiedene Sorten. Somit ist diese, neben der Malz- und Hopfenmischung, ein weiterer wichtiger Punkt für den Geschmack des Bieres. Vor allem wird zwischen ober- und untergärigem Hefen unterschieden. Die obergärige Hefe vergärt den Zucker bei etwa 15 bis 25 Grad Celsius,
die untergärige Hefe bei etwa 5 bis 10 Grad. Je nach Biersorte vergärt die Hefe nun den Zucker innerhalb von 5 bis 8 Tagen in Alkohol und Kohlensäure. Eigentlich könnte man das Bier nun schon trinken, aber wir brauchen noch etwas Geduld, denn vor dem Trinken kommt das Lagern. Das fertige Jungbier kommt nun vom Gär in den Lagertank. Hierbei wird noch weiter Zucker in Alkohol umgewandelt und vor allem bekommt das Bier seine endgültige Reife und seinen Geschmack. Wie lange das Jungbier in den druckdichten Lagertanks verbleiben muss, kommt auf die Sorte an. Aber zwischen 2 Wochen und 3 Monaten kann das schon mal dauern. Aber genau an dieser wichtigen Stelle unterscheiden sich oft Großbrauereien von den kleineren. Während die Großbrauereien das Bier oft nur 1 bis 2 Wochen lagern, lassen die kleineren Brauereien dem Bier mehr Zeit zum Reifen, was man an der Qualität und dem Geschmack unterscheiden kann. Hat das Bier seine nötige Reife erlangt, ist es endlich bereit, um abgefüllt zu werden. Hierzu wird erst die abgesetzte Hefe, zumindest zum Teil und je nach Biersorte, entfernt und dann öffnet der Tank seine Pforten. Viele Brauereien filtrieren das Bier vor dem Abfüllen und es wird zum Teil auch noch pasteurisiert. Dies dient aber vor allem dazu, das Bier haltbarer zu machen. Außerdem werden hierbei die Trübstoffe aus dem Bier entfernt. Damit aber auch einen guten Teil der Geschmacksstoffe. Unfiltriertes Bier ist meist bekömmlicher und hat einen feineren und runderen Geschmack. Ist daher aber auch etwas naturtrüb. Ich persönlich mag das unfiltrierte Bier lieber, aber das ist auch Geschmackssache, wie so vieles beim Bier. Abgefüllt wird das Bier dann in Fässer, Flaschen und Dosen. Auch hier unterscheiden sich die Geschmäcker, aber frisch gezapft aus dem Fass ist es mir wieder lieber. Flaschen haben sich dabei aber auch durchgesetzt. Wichtig ist beim Abfüllen letztlich nur, dass es luftdicht ist und möglichst wenig UV-Strahlung in das Bier eindringen kann. Letzteres ist auch der Grund dafür, dass die meisten Bierflaschen entweder dunkelgrün oder dunkelbraun eingefärbt sind. Endlich ist es geschafft! Jetzt ist der für uns allerwichtigste Schritt gekommen. Wir können das Bier nun endlich genießen. Hat ja auch lang genug gedauert. Ob allein oder in Gesellschaft, ob zum Grillen oder im Wirtshaus, Bier ist kaum aus unserem Leben vorzudenken. Und für alle Veganer, auch ihr könnt in den allermeisten Fällen Bier trinken. Besonders bei unfiltrierten Bieren sind nur pflanzliche Inhalte und die Hefe im Bier. Darauf könnt ihr euch verlassen, zumindest in Deutschland. Also, ab zum Kühlschrank oder ins Wirtshaus oder in die Kneipe um die Ecke und dann Prost! Ich möchte mich an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich beim Badebräu in Schneidsee für die Zeit und die Gelegenheit bedanken, bei ihnen drehen zu dürfen. Und natürlich auch für das vorzügliche Bier, das dort gebraut wird. Für mich eine ganz klare Empfehlung und mein persönliches bestes Bier der Welt. Wenn ihr auch mal im Chiemgau unterwegs seid, dann besucht doch mal am Montag oder Donnerstag das Braustüberl oder den Biergarten. Nehmt euch etwas Zeit mit und genießt das Bier hier. Auch ein Brauseminar könnt ihr hier buchen. Alle Infos zum Badebräu habe ich euch in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch bitte ein Like und ein kostenloses Abo da, um keine weiteren Videos mehr von mir zu verpassen. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was eure Lieblingsbiere sind und warum. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Vielen Dank fürs Zuschauen und euer Interesse und bis zu meinem nächsten Video sage ich wünsche euch eine gute Zeit, bleibt gesund und neugierig. Ciao, ciao.